Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever. In der letzten Folge sind wir ja, hoppala, ein ganzes Stück weitergekommen mit unseren Aufgaben. Wir transportieren, wir transportieren hier die Bevölkerung. Jetzt haben wir schon 28 von 50 Gästen hier hingebracht. Und ja, wir haben die erste Getreidelieferung zu unserer Fabrik gebracht. Hier zu unserer Kunststofffabrik da. Genau, Kunststofffabrik. Hoppala. Öl wollten sie ja und jetzt machen sie es ja mit Getreide, genau. Haben auch entsprechend schon einiges an Kunststoff hier liegen. Und transportieren jetzt gerade eine Ladung Stahl. Dass wir hier Werkzeuge produzieren können. Und mit den Werkzeugen können wir dann den Fuhrpark reparieren. Das ist schön. Fuhrpark in Graune, allerdings für jedes Fahrzeug, das wir reparieren lassen, müssen erst einige Werkzeuge produziert werden. Oh, je 10 produzierter Werkzeuge wird das älteste Fahrzeug in den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt. Okay, so, also 10 Werkzeuge pro Fahrzeug. Nicht ein Werkzeug pro Fahrzeug. So, hier haben wir schon ordentlich Getreide rumliegen. Das können wir dann, das wird dann hier zu unserer Getreidefabrik, also zur Kunststofffabrik gebracht. Und der dort produzierte Kunststoff, weiß ich gar nicht, ob der da abgeholt wird. Aber wenn die 100 voll haben, dann helfen die uns, glaube ich, ein Schiff zu heben. Hier soll der angeblich noch irgendwo welche auf dem Grund liegen. Man sieht sie zwar nicht. Oder wir müssen es dann erst noch suchen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollen die da wohl in der Richtung was finanzieren. Und dann haben wir auch mehr Schiffe und dann können wir natürlich auch entsprechend mehr Schifffahrtslinien betreiben. Genau, weil wir müssen hier ja außer dem Erz, müssen wir die Steine noch transportieren. Ich hoffe, dass wir 2 Schiffe kriegen, weil dann könnten wir eins auf die Linie hier bringen. Einen auf diese Linie hier. Und eins, was quasi ja, von dort nach dort nach dort fährt. Das wäre sehr schön, wenn das funktionieren würde. Weil wir brauchen hier ja noch ordentlich Steine, um die Straßen zu reparieren. Produktion 0. Ja, es ist bis jetzt nur ganz wenig Stahl dort angekommen. Die erste Lieferung waren, glaube ich, 2 Stahl oder so. Hier haben wir jetzt natürlich mit 88 schon deutlich mehr. Nur das muss halt erstmal dorthin. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Brauchen wir da mehr Kohle? Oder haben wir da genug Kohle? Im Lager 51. Ja, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Schlacke müssen wir da auch noch abtransportieren. Ich glaube, das Schiff kann immer jeweils nur eins gleichzeitig transportieren. Das ist schade. Weil das heißt, dass wir richtig viele Schiffe brauchen. Dann bräuchten wir noch eins, das hier pendelt und die Schlacke transportiert. Warten wir es mal ab. Schiffe kaufen. Können wir, glaube ich, nicht.
Doch, können, haben wir noch eins gekriegt. Frachtschiffe, 2 von 2. Ich bin doch eine hohle Nuss. Müssen wir gerade noch eine Linie machen. Dann Linienmanager. Unsere ehemaligen Kolonialherren haben sich großzügig gezeigt und uns noch weitere Fahrzeuge geschickt, die Oh, sie das ist selbst nicht nett. mehr brauchen können. Linienmanager, da machen wir dann. Hallo? Genau, den Hafen, da machen wir raus. Den entfernen wir mal. Wieso mache ich Nuss das jetzt dazu? So, Klick, neue Linie. Der hier und der hier. Das ist Linie Nummer 9. Wir haben neue Fahrzeuge erhalten. Mehr Busse und mehr LKWs. Das ist schön. Schiff 2, das fügen wir der Linie 9 hinzu. So. Oh. Jetzt ist das ganze Getreide weg. Das ist natürlich doof. Da hätte ich vielleicht noch mit warten sollen, ich Nudel. Naja, okay. Zu spät. Weg ist weg. Ich hoffe, dass wir da bald wieder ordentlich was haben. Das ist immer noch ein bisschen schade, dass der das einfach rauslöscht. Aber der hat die. Dann kriegen die jetzt ordentlich Stahl hier. Ah ja, da bringt schon einer Getreide, sehr schön. Und bis das zweite Schiff dort ist. Was haben wir denn? Wir haben nochmal 8 LKWs dazugekriegt. Das heißt, wir könnten hier der Kohle-Dings nochmal LKWs zuweisen. Da war das Depot. Straßenfahrzeuge kaufen. Dann machen wir auch nochmal 2 LKWs. Linie 1 war das, genau. Dann können die da nämlich noch mehr Kohle hin transportieren. Da war mein Depot. Nein, wir nehmen das da hinten, weil dann können die direkt laden. Straßenfahrzeuge kaufen, nochmal 2 L. Quark. Ich Nuss. Den kaufen wir natürlich. Das ist dann Linie 5, glaube ich. Die transportiert dann hier nämlich das Getreide. Elf haben wir dort liegen, ja. 88 Stahl. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die darüber transportieren müssen. Kann natürlich sein. Linie 5. Oh, die habe ich eben der falschen Linie zugewiesen, ich blöde. Ah ne, ist die richtige. Linie 3 ist, dass die jetzt keine LKWs hat. Stahl auf Linie 5? Warum Linie 5?
Müssen wir Linie 3 auch noch LKWs zuweisen? Linie 5? Was will Linie 5 mit Stahl? Linienbenutzung, ja. Getreide, sehr schön. Und da kommt, glaube ich, die nächste Lieferung. Richtig. 9 von 11 nur. Und der hat nix. Ach, das ist Linie 3. Okay. Mich würde mal interessieren, warum die Linie 5 Stahl kriegt. Das verstehe ich nicht. Wir haben 66 Getreide, 31. Knapp zu wenig. Schade. Sehr schade. Linie 5. Warum 5? Ich verstehe das nicht. Ich hoffe doch, der liefert das hier hin. Im Lager 0. Das ist mir gerade ein wenig unverständlich. Ich nicht verstehen. So, da hat jetzt 32 Getreide mit, das heißt, wir kommen auf 98. Zwei Getreide fehlen. Das muss man sich mal vorstellen. Warum nimmt das der Linie 5 mit? Das verstehe ich nicht. Und wo soll das dann hin? Werkzeuge, ja, aber doch nicht Stahl. Verstehe ich nicht. Gibt's hier irgendjemanden, der Stahl braucht? Hier gibt's doch gar keinen. Oder brauchen die Baustellen Stahl? Es ist nur ein Rätsel. Oh, wir haben schon 41 von 50 Personen zur Snackbar gebracht. Da haben wir unser Soll bald erfüllt. Sehr schön. Wir haben noch ein drittes Schiff gekriegt. Wie geil ist das denn? Neue Schifflinie. Die geht dann von hier nur nach dort. Das ist die Linie 10. Schiff kaufen. So, da. 10. Der kann dann nämlich hier die Steine darüber bringen, dass wir anfangen können mit Straßenbau. Weil das Schiff hier, das nimmt den Stein nicht mit. Das lässt ihn da liegen. Das nimmt immer nur das Eisenerz mit.
Weiß nicht, ob die immer. Ich vermute, dass die nur eine Ladung oder eine Art Ladung mitnehmen können. Und von der Menge her ist das jetzt ja sowieso. Auch, die haben noch 0. Alles auf Linie 5, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich richte mal für. Hier gibt es doch auch noch eine Linie. Das ist die Linie 2. Dann machen wir auch gerade mal LKWs drauf. Die auch beliefert werden. Wir haben noch 2, ne? Genau. So. Auf Linie 2. Weil die können dann den Stein dort rüber transportieren. Da müssen wir nur noch sehen, wie wir da die Schlacke rüberkriegen. Weil der hier nimmt ja auch immer nur das Eisen, den Stahl mit. Die Schlacke müssen wir dann auch nochmal irgendwie abtransportieren. Es windet. Zumindest hier im Spiel. Kunststoff nimmt er mit, ja. Sehr schön. Und er bringt Getreide. 2 Getreide fehlen, das ist schade. Der liefert jetzt gar nichts, ne? Nee. Warten wir mal ab. Wenn die nächste Ladung kommt, wie das dann aussieht. Wow, hier sind sie kräftig am Bauen. Wo soll der Stahl hin? Linie 5. Er transportiert den jetzt nicht wieder zurück, oder? Das wäre aber ein Witz. Das erklärt aber, warum das eben so lange gedauert hat mit den Werkzeugen, weil die erst den Stahl durch die halbe Map transportiert haben. Wir haben ein Flugzeug. Flughafen betriebsbereit machen. Fehlt hier noch irgendwas? Flugzeug kaufen. Die Douglas DC-3. Kaufen wir. Wo haben wir denn überall Flughäfen? Naja, der ist ja noch kaputt. Da ist noch nichts mit. Was brauchen wir denn? Flughafen betriebsbereit machen. Um die Fluglinie für unseren grandiosen Präsidenten einzurichten, brauchen wir nicht nur Flugzeuge, sondern noch 2 vorzeigbare Flughäfen. Um den Flughafen wieder betriebsbereit zu machen, brauchen wir die Hilfe der lokalen Bevölkerung. Wenn wir Costa Adige mit Baumaterial beliefern, werden uns die Einwohner eine Landepiste ins Gras trampeln. Okay. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch eine Schifflinie, die dahin geht. Oh, jetzt wartet hier Schlacke. Ich glaube aber nicht, dass er die mitnimmt. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht macht das ja. Dann bräuchten wir noch ein weiteres Schiff. Eins, das darüber fährt. Und die... Wobei, ja, erstmal müssen die hier Steine und... Also erstmal müssen sie Baumaterial machen, bevor wir beliefern können. Der hat Stahl dabei. Ja. Gut.
Und wir haben ein Flugzeug. Zumindest im Hangar. Da fehlen noch 4 Passagiere. Der hat einen. Wenn ich das richtig sehe. Ah ne, 5. Ah, die anderen sitzen unten, okay. Schauen wir mal, wie viele davon hier aussteigen. Ich wundere, die Lok hier habe ich noch nicht gesehen. Ist sie nicht abgebildet oder habe ich die einfach nur nicht gefunden? Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Okay, die sind nicht ausgestiegen. Gut, oder auch nicht gut. Bing. Ah, Werkzeuge. Er produziert einen Segen. Er produziert. Du hast Kunststoff dabei, nehme ich an. Genau, 4. Und du dürftest den Stein jetzt mitnehmen. Wieso sind auf Linie 4 noch Steine? Verstehe ich nicht. Aber kann sein, dass das bald noch umgeswitcht wird. Sobald der Bedarf halt steigt. Ob dem so ist? Das, meine Lieben, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen, nee, übermorgen wieder mit dabei, wenn wir hier unsere Aufgaben weiter versuchen zu lösen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.